Herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge Unglaubliche Züge. Dieses Beispiel stammt von Großmeister Roland Schmalz. Vielen Dank, viele Grüße an Roland an dieser Stelle. Hat mir diese Stellung gezeigt und es gibt hier einen sehr schönen Zug. Erstmal, wer spielt überhaupt? Die beiden Kontrahenten sind, das muss man sehen hier, Mosjonschik gegen Tschalilow. Gespielt 1963, damals noch in der Sowjetunion. Ja, ist weiß am Zug. Er hat schon alle Figuren am König in Stellung gebracht. Das ist die Frage, wie geht es konkret weiter? Und es ist natürlich ein recht schwieriges Beispiel. Von daher, ihr könnt es euch gerne auf dem Brett aufbauen oder einfach viel Zeit reinstecken, hier in die Varianten gehen. Es gibt sehr viel zu entdecken, von daher nehmt euch ordentlich Zeit. Und dann könnt ihr hier am meisten mitnehmen. Okay, also, jetzt werde ich es zeigen. Wenn ihr es noch nicht sehen wollt, dann haltet das Video an dieser Stelle noch an. Fliegt hier gerade eine Fliege vorbei. Okay, der Zug ist Turm G6. Ja, sieht man nicht alle Tage, so ein Turmzug auf die sechste Reihe. Man fragt sich auch erstmal, was ist eigentlich die Idee von diesem Zug? Und die Idee ist es, weil es gerne Springer F6 spielen möchte. Und falls dann G-Schläger F6, dann Turm H6. Sehr schöne Idee. Jetzt hat Schwarz aber verschiedene Verteidigungsmöglichkeiten. In der Partie folgte Springer schlägt B3, aber das ist tatsächlich ein Fehler. Gut, Schwarz muss irgendwie auf diese Drohung Springer F6 reagieren. Erstmal fangen wir an, was ist eigentlich mit F schlägt G6? Das erkennt man relativ schnell. Nach Springer schlägt G6 kann dieser Bauer nicht wieder schlagen, er ist gefesselt. Der König muss nach G8 und jetzt hat Weiß sogar die Wahl, wie er Matt setzt, entweder mit Springer E7 oder Springer F6. Und das Doppelschach entscheidet den Tag, denn beim Doppelschach muss immer der König ziehen und wenn er nicht ziehen kann, dann ist Matt. Gut. Welche anderen Verteidigungsmöglichkeiten hat Schwarz hier noch? Springer E6 ist eine Möglichkeit. Dann Springer F6 trotzdem. Und jetzt sehen wir hier die Idee von Schwarz, nämlich dass er hier den Springer nach G5 stellt und damit das Matt abwehrt. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal bitten, das Video anzuhalten und nochmal zu probieren, wie geht es jetzt hier weiter für Weiß. Und auch wieder nochmal sehr schön. Sehr schön. Roland Schmalz hat das damals für uns auch aufgebaut. Und wir haben hier lange gebraucht, um das überhaupt herauszufinden. Also auch nochmal relativ schwierig. Tatsächlich. Und ein ungewöhnliches Motiv, eine ungewöhnliche Idee. Okay. Ja, der Springer, den möchte man ja gerne abtauschen. So. Deshalb also Springer F3. Ja, der Punkt ist jetzt, dass nach Springer schlägt F3, falls jetzt Dame schlägt F3 kommt, dann spielt Schwarz einfach Turm G8, Turm G7 und ja, alles wunderbar. Alles gedeckt. Aber Weiß schlägt nicht wieder den Springer, sondern zieht einfach den König. König F1. Und jetzt droht natürlich wieder Turm schlägt H7 absolut verheerend, deshalb muss der Springer zurückkehren. Und jetzt sehen wir die Idee, der Springer auf H4 hat quasi das Feld geräumt, damit Weiß jetzt selber hier H4 spielen kann. Unfassbar. Und falls jetzt Turm G8 kommt, dann ist hier der Unterschied natürlich, dass nach H schlägt G5 Turm G7 jetzt der Bau sich weiter durchfrisst nach F6. Und das ist absolut tödlich hier für Schwarz. F schlägt G7 drohen. Falls der Turm zieht, kommt natürlich wieder Turm schlägt H7. Schwarz kann sich noch verteidigen, gerade so mit Läufer G4. Aber im Endeffekt nach Dame schlägt G4, Turm G8, H schlägt G5, Turm schlägt G5, Dame H4 haben wir hier auch eine Stellung, die sehr gut ist für Weiß. Weiter in Angriff. Vielleicht kann man sogar noch den nächsten Turm hier auf die H-Linie bringen. Sehr schöne Stellung für Weiß. Okay, also Springer E6 klappt nicht so richtig. Und es gab tatsächlich eine Verteidigung hier, aber auch recht schwierig, nämlich Turm G8. Was sich ja auch wieder prophylaktisch quasi gegen diese Drohung Springer F6 richtet. Ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig Prophylaxe ist. Denn falls jetzt Springer F6, dann natürlich G-Schläger F6, Turm H6 und einfach Turm G7. So, Nisa abgewehrt, weiter geht's. Turm D1 kann Weiß spielen.
Weil jetzt hängt der Turm sowieso nicht auf G6, wäre direkt matt. Das heißt, man kann ihn erstmal dort noch stehen lassen. Und hier, gut. Am besten ist jetzt hier für Schwarz Läufer E6. Auch Springer schlägt B3 ist möglich, würde ungefähr zu einer ausgeglichenen Stellung führen. Läufer E6, jetzt Turm schlägt D4. E schlägt D4 und jetzt Turm schlägt E6. Ich finde es hier sehr schön, wie die beiden Türme sich hier durchfressen. Der Turm kann natürlich nicht geschlagen werden auf E6 wegen Springer G6 matt. Und nach G6 frisst sich der Turm weiter durch, nach D6 noch. Und hier haben wir auch eine sehr interessante Stellung jetzt mit den drei Leichtfiguren gegen die zwei schwarzen Türme. Hält sich ungefähr die Waage ausgeglichen. Was aber immer noch eine Verbesserung war zur Anfangsstellung von Weiß, wo er, falls er nicht Turm G6 spielt, tatsächlich schlechter steht, weil der Angriff verpufft und dann stehen die weißen Figuren da doch ein bisschen seltsam am Königsflügel. Folgen wir jetzt mal der Partie. In der Partie schlug Schwarz auf B3, tauscht diesen Läufer ab, aber jetzt kommt hier die Idee natürlich direkt. Springer F6, Dame schlägt F6, ja, wie gesagt, falls G schlägt F6, Turm H6 führt hier einfach zu matt in wenigen Zügen. Also Dame schlägt F6, Turm schlägt F6, Springer schlägt A1. Jetzt hat der Schwarz doch ordentlich Material geschlagen, aber der weiße Angriff setzt sich noch fort. Turm schlägt F7. Turm schlägt F7, Dame schlägt F7, es droht Dame E8 Mann. Der Läufer hat kaum Felder, hat kein Feld auf dieser Diagonale, das heißt, er muss nach B7. Dann Springer F5, jetzt droht natürlich Dame schlägt G7 Matt. Das verhindert Schwarz mit Läufer F8. Und hier, gut, Dame schlägt C7 ist gut für Weiß, aber es gab noch einen weiteren Zug, der sogar noch stärker war und da habt ihr nochmal die Chance, jetzt hier diesen Zug zu finden. Auch nochmal sehr schön, wie ich finde. Also könnt ihr euch auch nochmal Zeit nehmen, ist auch nicht leicht. Auch wieder recht ungewöhnliches Motiv, würde ich sagen. Nämlich, seid ihr bereit? Der Zug Springer H6. Ja, es droht matt. Auch Läufer D6 würde es nicht abwehren, nur es matt herauszögern. Dieses Matt ist uns, denke ich, allen bekannt. Ja, deshalb muss Schwarz schlagen. Jetzt sehen wir hier die D nach Dame schlägt C7, hat der Läufer wiederum kein vernünftiges Feld. Und falls jetzt Läufer schlägt E4, dann natürlich Dame schlägt E5. Und jetzt sehen wir die D von Springer H6. Die Idee mit Schach schlägt Weiß und holt den Läufer ab und holt sich den Springer auch noch ab in der Folge und steht natürlich dann auf Gewinn. Was soll Schwarz sonst machen? Was soll er machen? Der Läufer geht verloren, geht natürlich auch nicht nach C8. Dann würde Weiß auch Dame schlägt E5 spielen und jetzt nach Läufer G7 wäre direkt matt hier nach Dame E8 oder nach König G8, Dame D5 Schach würde der Turm verloren gehen. Ja, das war noch eine sehr schöne Variante. In der Partie nach Dame schlägt 7 stand Weiß auch besser und gewann nach weiteren knapp 30 Zügen allerdings. Alles klar. Wie hat euch das Beispiel gefallen? Schreibt es mir gerne runter. Nochmal vielen Dank an Roland für diese Partie und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao.